liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach dem ersten Heimsieg der Vereinsgeschichte des CSV Steinbach in der Regionalliga, da freuen wir uns sehr drüber, 2:0 gegen den SV Spielberg heißt es am Ende, am 9. Spieltag. Und ja, so ein Gewinner gehört einmal auf der anderen Seite ein Verlierer. Herr Kaufmann, wo lagen aus Ihrer Sicht die Gründe für die Niederlage? Können wir es ja jetzt einfach machen, aber zuerst mal, bevor ich anfange, Glückwunsch an den TSV Steinbach für ihren ersten Sieg. Können wir es ja einfach machen und sagen, es lag an der Busfahrt, weil wir eine halbe, dreiviertel Stunde im Stau standen, ungewollt, Unfall vorher. Aber okay, das soll jetzt aber keine Entschuldigung sein. Mir war klar, dass das hier von Steinbach die ersten paar Minuten was kommt. Es war das so in der ersten Halbzeit. Ich habe auch gewusst, dass die Vorbereitung jetzt nicht optimal war und die Jungs noch ein paar Minuten gebraucht haben. Haben wir dann auch ordentlich gemacht, haben dann auch an für sich die Kontrolle ein bisschen hinbekommen im Mittelfeld, zumindest erste Halbzeit, was mich ein bisschen nicht verärgert, aber das ein bisschen nicht gut war, erste Halbzeit, dass man einfach die Bälle in die Spitze, die haben wir zu leichtfertig hergegeben und zu einfach hergegeben. Ja, da muss ich schon ein bisschen versuchen, den Innenverteidiger mehr unter Stress zu setzen. Es ist uns nicht gelungen in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit haben wir uns dann noch ein bisschen was vorgenommen. Das ging ein bisschen in die berühmte Hose. Das war mir einfach zu wenig. Zweite Halbzeit, das war zu wenig. Das war einfach die Bereitschaft, vielleicht in der einen oder anderen Situation die Zweikämpfe zu führen oder den Ball besser in den Fuß zu spielen. Das hat mir heute einfach gefehlt, dieser Wille. Was ja jeder gesagt hat in den drei Spielen, wo man die Top-Kandidaten gehabt hat, das uns jeder bescheinigt hat. Faktisch das musst du genauso gegen Steinbach bringen. Du kannst nicht nur gegen Offenbach oder Hessen-Kassel bringen, sondern du musst es auch hier in Steinbach bringen. Das hat mir einfach gefehlt in der zweiten Halbzeit. Nichtsdestotrotz nochmal Glückwunsch an den TSV Steinbach. Danke. Vielen Dank. Ja, Daniel. Zwei Spiele, zwei Siege. Mit der Quote kann ich leben. Ist nicht ganz so schlecht. Wo liegen aus deiner Sicht die Gründe für den Sieg heute? Ja klar, vielen Dank. Wir freuen uns alle über diesen Sieg. Das war sehr wichtig. In einer Woche haben wir ein Spiel in Elversberg, aber ich habe vom Spiel gesagt, Elversberg ist in einer Woche. Jetzt, heute geht um, ich wollte nicht sagen um alles, aber um sehr viel. Das wussten wir schon vom Spiel. Dann habe ich sehr viele Ansprachen mit Mannschaft gemacht und die haben, hoffe ich, endlich, oder wir haben alle jetzt begriffen, worum hier geht's. Dann will ich will mich auch für Trainer Peter Cestonaro bedanken. Das haben wir heute alle für ihn gespielt. Also schöne Grüße an Trainer. Und zum Spiel, ja gut, wir haben schon erste 20 Minuten Gas gegeben. Wir haben sehr gut gespielt, haben wir zwar keine hundertprozentige Chance bekommen, aber ja, von diesen vier müssten wir einen reinmachen, haben wir das nicht gemacht. Nach 25 Minuten hat Gegner Kontrolle übernommen, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Deswegen musste ich umstellen. Sascha Marquez musste in der Kabine bleiben und haben wir Kevin Rodriguez reingetan. Das hat uns ein bisschen nach vorne gebracht. Wir haben auch 15 Minuten später sehr mutig mit zwei Stürmern gespielt, musste ich schon wieder umstellen, weil ich stand 0-0. Und wie gesagt, habe ich erste Halbzeit gesehen, von spielerisch, wir waren bessere Mannschaft. Wie gesagt, haben wir kein Tor gemacht, aber ich habe gesagt, wir müssen Geduld haben, so wie in Wiesbaden. Die Jungs haben das prima gemacht. Wir haben das erste Tor klar mit sehr viel Glück geschossen, aber ja gut, gegen Worms haben wir auch in Nachspielzeit hier 2-2 bekommen. Mit Glück, ohne Glück geht auch nicht. Also erste Tor mit viel Glück, aber dann zweite Tor haben wir auch super gemacht. Moritz Güttel, der muss noch früher Tor machen, 2-0 machen oder 1-0, der geht 1 gegen 1 gegen Torwart, schießt aber nicht, aber der Morris ist uns Gold wert und ich wusste, dass der schießt ein Tor. Und im Endeffekt, ja, wir haben 2-0 gewonnen, meiner Meinung nach hochverdient.
Und ich kann nur sagen, ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Rückfragen von den anwesenden Medienvertretern? Dann darf ich Ihnen die weiteren Endergebnisse noch mitteilen. Der FC Homburg und der FC Waldorf trennen sich 1:1 unentschieden. Der Balinger SC unterliegt zu Hause gegen Eintracht Trier mit 0:1. Kaiserslautern 2 schlägt Neckar-Elz mit 4:2. Wormatia Worms gewinnt sein Heimspiel gegen Pirmasens mit 1:0. Der SC Freiburg 2 unterliegt zu Hause gegen Elversberg mit 0:1. Und Kickers Offenbach gewinnt 3:1 standesgemäß gegen den SV Saar 05 Saarbrücken. Das ist auch unser nächster Gegner am 3. Oktober, in 14 Tagen um 14 Uhr. TSV Steinbach hier in Haiger gegen den SV Saar 05 Saarbrücken. Vorher steht die Fahrt nach Elversberg an am kommenden Samstag. Dann bleibt es mir noch, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Genießen Sie den Sieg, wir werden das tun. Alles Gute, tschüss.